So, meine lieben Freunde, Halli, hallo und herzlich willkommen. Ja, und zwar bei einem anderen Spiel, beziehungsweise nicht anderem Spiel, sondern bei Resident Evil 4. Ich würde hier gerne weitermachen, allerdings muss ich gestehen, habe ich keine Lust, das in irgendeinem Stream oder so zu machen. Gerade wenn ich mir die Uhrzeit so betrachte, ist es natürlich ein bisschen unfair. Und deswegen wollte ich das jetzt mal, kannst du mal als Video hochladen. Ich habe auch den Monitor geändert, das bedeutet, ihr seht ja dann auch dementsprechend, wie das alles so aussieht. Ich habe die Originaltexturen mal genommen in den Optionen, das HD hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Warum hat der ein rotes Auge? Welcome. Wieso hat er zwei rote Augen? Got a selection of good things. What are you so selling? Viel Kohle haben wir nicht, ich kann aber auch nicht viel verkaufen. Gut, ich will, muss mir mal einen Überblick verschaffen. Ich muss nach rechts. Okay. Gut. Ah ja, stimmt. Stimmt ja, ich habe ja hier... Bin ja zurückgegangen und wollte Sachen verkaufen. Ja, sieht, wenn man die HD-Texturen rausnimmt, sieht es ein bisschen anders aus, aber dafür läuft es flüssiger. Und bei dem alten Spiel kann man das ruhig mal so ein bisschen retro machen. Sieht alles schon ziemlich krass aus. Ich glaube, das war eher so eine Militärbasis, um irgendwas zu untersuchen. Aber ich glaube, es gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Das habe ich aber in dem Spiel schon öfters gesagt, also von daher... Ah, jetzt weiß ich, was kommt. Hallo. Ah, das war knapp. Been a long time, comrade. Krauser. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Muss man da nicht normalerweise noch irgendwas drücken? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ah, jetzt. Na, ah, komm schon, Leon, das schaffst du! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. Ich glaube, ganz normal ist er auch nicht. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? So viel zum Thema Comrade, ne? Drecksack. Hallo, Ada. You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Ich glaube, wir haben jetzt ein stärkeres Messer. And
enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, oh. Dieser Drecksack. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich habe auch nicht mal wirklich eine Erinnerung oder so dran. Das gefällt mir auch nicht so wirklich. Ja, eine Sekunde. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier wird sie den Kratzer an der Backe. Das gefällt mir auch nicht so. Ist alles nicht so optimal. Das ist alles nicht so optimal. Ja, das stimmt. Ist schon ekelhaft. Naja, gut. Kann man nichts machen. So ist es einfach. Und, also Mikrofon nochmal richtig richten. Warte mal, wo muss ich denn lang? Die Treppe muss ich nicht hoch. Da geht's auch nicht weiter. Er will es mir vorstellen. Was meinst du damit, Zettler? Müssen wir mal Bescheid geben, wie ihr so das Videoformat selbst so findet. Also nicht das Spiel selbst, sondern einfach, dass ich hier zum Beispiel auf den Monitor wechsle und dementsprechend glaube auch 1080 bieten kann. Anstelle von Dingsbums. Ah, ich weiß was. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, muss man sagen. Und zwar folgendes. Du hast hier... Das erinnert so ein bisschen stark an Resident Evil 1. Nicht an das Spiel Resident Evil 1, sondern... wie heißt's? An dem ersten Film. Ja, als ob das klappen würde. Nicht schlecht. Hier liegt leider nichts rum, ne? Schade. Ist eigentlich schon chillig, so ein fetter Sessel. Naja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Ach ja, Leon, Leon. Warte mal. Wollte doch schon sagen. Oh, jetzt habe ich die Conchi vergessen. Beziehungsweise die TMP. Unser Problemlöser. Das gefällt mir nicht. Ich bin hier... Ich habe keine guten Erfahrungen an Kanalisationen. Und ich glaube, ich weiß, was er meint. Smaragde, das bringt mir natürlich in dem Sinne gar nichts. Habe ich alles nachgeladen, untersuchen, Kapazität 15. ...12... ...120, aber von denen habe ich keine Munition. Von der Pistolenmunition habe ich aber auch nicht mehr viel. Das sieht jetzt nicht unbedingt... Ah, hier ist noch ein Waffenhändler. Das ist gut. Kann ich hier rein? Kann ich? Ist die Frage, ob ich da rein will. Gut. Also Heilung habe ich ohne Ende. Munition wird ein bisschen knapp. Welcome. Bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt noch What are you buying? Oh, Broken Butterfly 70.000, leck mich doch am Arsch. Das kriege ich auch nicht, egal was ich mache.
Fuck. Grün und rot. Smaragd. Thank you. Das sind nur 45. What are you buying? Mittel, L, XL. Gibt's auch XXL? Wäre geil, aber ich glaube nicht. Ist jetzt die Frage. Ich glaube, die Broken Butterfly ist besser. Im Endeffekt als die Killer 7. Come back anytime. Louis Notiz. Hier verzeichne ich, was ich über die Plagas herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens, wie erwähnt, können die Plagas das Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern. Zweitens, sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Erste Eigenschaft ist Verhaltensmuster. Dieses Verhalten findet die Las Plagas sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben. Diese Fähigkeit und ihr Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig von Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von den Las Plagas so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Sattler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiter forschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln? Tja, da hat der Louis jetzt herausgefunden, was der so, wie soll ich das jetzt erklären? Hat der Louis herausgefunden, dass er wahrscheinlich da gerade einen Wolf an seiner Brust genährt hat oder für jemanden gearbeitet hat, für den er hätte lieber nicht arbeiten sollen? Oh, shit. Shit. Nicht, dass irgendwas Schlechtes oder so passiert ist, aber ich weiß, was mich erwartet und darauf habe ich keine Lust. Das wird nämlich brutal. Da brauche ich erst noch was zu trinken. Und darf nicht vergessen, dass ich hier eine Let's Play-Aufnahme mache. Deswegen muss ich meinen Timer gut berücksichtigen. Sonst muss ich den ganzen Scheiß nämlich am Ende noch zusammenschneiden. So richtig Lust habe ich darauf nicht. Ich glaube, das ist dem Spiel egal, ob ich hier die HD-Texturen habe oder nicht. Videoeinstellungen, das kann ich nicht ausschalten, ne? Text, okay, das kann ich nur im Hauptmenü machen, okay. Geht das? Ich meine, das ging mal. Ne? Okay, dann ging das nur mit diesen Flaggen. Ich weiß, was mich hier erwartet und ich möchte es nicht. Das wird nämlich ekelhaft. Das wird echt ekelhaft. Ashley. Na, bei Lord Settler ist sie eigentlich einigermaßen sicher, also von daher entspann dich mal. Ich glaube, das hat er gemeint. Und ja. Oh, du rennst. Ich mag den Typen nicht. Und zwar ist es nämlich so, wir gehen jetzt dahin, wo wir hin müssen. Das lässt sich nicht öffnen. Irgendwo gibt es was, wo wir hinschießen müssen.
das ist so ein kleines Labyrinth. Ich weiß allerdings noch nicht, wie wir da lang müssen. Der kommt bestimmt gleich wieder. Bin ich zu blöd? Oh, okay. Jetzt müssen wir den zweiten Notschalter betätigen. Ja, der greift nämlich jetzt von oben an. Und der kommt nämlich auch gleich wieder. So, jetzt geht der Container nämlich runter. Und wir schon. Wow. Der Typ ist mir in dem Sinne relativ egal. Ich will hier nur noch durch. Jetzt müssen wir nämlich hier. Hier rein. Dann fällt er nämlich runter nach einer Weile. Zeit, uns umzugucken. Alter, der nervt, ey. Nee, den Notschalter will ich noch nicht machen. Ich möchte mir erstmal die TMP-Munition holen. So, das ist der letzte, glaube ich. Also die Zeit geht eigentlich, aber dass der halt immer ständig von hinten auftaucht, ist halt sau nervig. Frisst so viel. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Da ist was. Okay, ist nur die... Ah, okay. Sorry, mein Fehler. So, hier sind wir, glaube ich, einigermaßen sicher, weil der ist zu groß dafür. Kommt jetzt gleich wieder. Ich glaube, diesmal ist er mir scheißegal. Kommt aber wieder hoch, also lasst euch da jetzt mal nicht verklugscheißern.
So, okay. Mhm, okay. Ich wollte doch nur links in die Dingsbums rein. Der frisst mir ein bisschen zu viel. Ich würde gerne mal hier weg, danke. Oh, jetzt kommt er von unten, ey. Alter, was hält der aus? Weißt du was, der kriegt jetzt von mir eine Brandgranate rein. Ach, es war mir klar, dass er so einen Scheiß macht. Na komm schon, komm schon, komm schon. Das war Glück. Das kann doch nicht sein, dass er so viel aushält. Alter. Boah. Ich habe meine ganze Magnum-Munition an den verballert. Das kann doch nicht sein. Bevor ich jetzt hier aber weitergehe, will ich hier noch mal rein. Oh, okay. Das ist genau das, wo ich weiter muss. Ich hätte aber echt nicht in Erinnerung, dass der so viel frisst. Er hätte mir noch ein Fass gehabt, aber hier liegt sonst nichts. Das ist ein bisschen komisch. Hat er uns wenigstens Kohle gegeben? Ja, jetzt haben wir die 70.000, um die Broken Butterfly abzugraden. Ganz toll. Und anstatt hier auszuweichen, hätte sie gleich hier reingehen sollen, Leon. Meine Güte. Ich vergönne dem Leon das Schnaufen nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier können wir noch zurück. Jo, ich will nochmal zurück und gucken, ob da irgendwas ist. Ansonsten, ja. Das war's für ein läppisches grünes Kraut. Ja gut, schlimm ist es nicht. Es ist immerhin haben oder nicht haben in dem Spiel. Dann beende ich auch mal den Part. Ich werde die Videos alle hochladen. Und zwar zeitgleich. Dass wir die Insel jetzt hier irgendwann mal fertig durchpetzen. Und von daher... Jo, wird das Part 1 sein. Bis später.